Das gehört in einen Rahmen. Ein sehr hübsches Bild. Ich brauche einen besseren Winkel. Tolle Komposition. Verzeihen Sie die Unterbrechung. Möchten Sie meine neuesten Trophäen sehen? Artenkreuzungen. Wunderschön, nicht wahr? Ich dachte, Spider-Man hätte sie eingefangen. Eine unzulängliche Lösung. Sie sind entkommen. Sie haben sie getötet. Um die Leben ihrer Opfer zu retten. Und aus Notwehr. Es waren tödliche Gegner. Ich weiß. Ich meine, kann ich mir vorstellen. Wann halten Sie es für richtig zu töten? Wenn ich keine andere Wahl habe. Ich nehme nicht einfach ein Leben. Aber wenn es nötig ist, zögere ich nicht. Würde mein Scheitern ein unschuldiges Leben kosten, könnte ich damit nicht leben. Ich verstehe, was Sie meinen. Die hatten alle übermenschliche Kräfte, Sie aber nicht. Ich habe durch Arbeit die Grenze menschlichen Könnens erreicht und natürliche Wege der Verbesserung erlernt. Keine Drogen wie der Abschaum auf den Straßen. Die Geheimnisse alter Kulturen. Kräuter, Tränke, Geheimnisse, die der zivilisierte Mensch vergessen hat. Kriminelle zu jagen. Manche Leute werden sich fragen, ob sie der Carnage-Killer sind. Er ist kein Jäger, nur ein Barbar, ein Wilder. Seine bloße Existenz beleidigt Männer wie mich. Also würden Sie ihn gerne ausschalten, obwohl er Kriminelle jagt? Natürlich. Er entehrt, was ich tue. Ohne Ehre, Peter, bedeutet die Jagd nichts. Letzte Frage. Gibt es etwas, das Sie noch nicht erreicht haben? Ach ja, ich möchte der Welt ein Vermächtnis hinterlassen.
mein Wissen weitergeben. Meine einzige Familie ist ein Bruder, der einen anderen Weg gewählt hat. Ich hatte nie einen Sohn, aber vielleicht... Oh, vergeben Sie mir, ich werde im Alter melancholisch. Haben Sie alles, was Sie brauchen, Mr. Parker? Ja, ich denke schon. Whitney? Whitney, sollte ich eifersüchtig sein? Wer ist da? So spricht man nicht mit einer Lady. Oder mit mir. Felicia? Ich habe diese Nummer Whitney Chang gegeben. Woher hast du sie? Ich heiße Black Cat. Ich kletter gerne Fassaden rauf. Ich komme an Dinge, an die ich nicht kommen sollte. Was ist mit dir, Spinne? Kommst du auch an Dinge, von denen du besser die Finger lassen solltest? Ich dachte, du bist wieder im Gefängnis. Wenn du mich mit deinem Ausbruch aufziehen willst... Was für eine Beleidigung. Ich kann mir Spaßigeres denken, um dich aufzuziehen. Wenn du schlau bist, verlässt du die Stadt, bevor ich die Zeit finde, dich zu jagen. Lustig. Genau das wollte ich gerade zu dir sagen. Es wird hier immer gefährlicher, Spider-Man. Wie wär's, wenn wir uns gegenseitig aus der Stadt jagen? Ich kann jetzt nicht mit dir herumtollen. Ich meine Spielchen spielen. Bis dann, Felicia. Ich sollte mich wohl bei meinem haarigen Privattrainer Craven melden. Ich wusste, du kommst. Ja, aber bilde dir nicht ein, dass ich dein Gehilfe werde. Ich bin hinter dem Carnage-Killer her und Spurensuche ist nicht ganz mein Fachgebiet. Ah ja, der Killer. Ich dachte, das könntest du sein. Aber ich habe dich beobachtet und du bist kein Wahnsinniger. Du hast mich ausspioniert? Nur kurz. Ein Jäger kann viel durch Beobachtung herausfinden. Ich sehe... An der Art, wie du dich gibst, wie ein verlorenes Kind, dass dir jemand fehlt, der dich leitet, dir hilft, ein Mann zu werden. Ich habe keinen Sohn.
Mein Vermächtnis soll nicht mit mir sterben. Ich mache dich zum ultimativen Jäger. Gemeinsam finden wir ihn, diesen Carnage-Killer, und besiegen ihn. Zusammen erreichen wir mehr als allein. Und trotzdem arbeite ich allein. Natürlich, so wie ich. Aber wir sind füreinander da, wenn es nötig ist. Ich habe dir die Adresse geschickt. Die Russen nutzen die Gasse dort, um Oskorp-Ausrüstung zu verschieben. Lass dich von den kleinen Fischen zu den großen führen. Ja, das habe ich schon mal gehört. Es ist verlockend, leichte Beute zu fangen. Aber in unserem Fall sind die offensichtlichsten Verbrecher die unwichtigsten. Warte, folge ihnen. Sieh, wohin sie gehen. Verstanden. Aber ich lasse nicht zu, dass jemand verletzt wird. Wenn sie jemanden bedrohen, sind sie dran. Illegales Geld wird meist bar bezahlt. Wenn du Kleinkriminellen folgst, während sie ihre Einnahmen abgeben, führen sie dich zur nächsthöheren Sprosse der Leiter. Das machst du gut. Hör zu. Höhergestellte Kriminelle bleiben gern unauffällig. Aber genau wie Tiere zum Wasserloch müssen sie ihr Geld einsammeln und Leute über sich bezahlen. Eins muss man ihnen lassen. So wie sie quer durch die ganze Stadt rasen, bekommen sie ein tolles Cardio-Training. Hergestellte Kriminelle führen einen häufiger zu legalen Unternehmen, die als Tarnung dienen, um illegale Einkommen zu waschen. Hier findest du ihre Bosse, die sich ehrbar geben. Ich muss gestehen, Craven, all das führt mich zu den großen Fischen, die ich früher nie finden konnte. Danke. Wie ein Rudel Löwen. Spürt der Anführer einen fremden Jäger, werden ihre Soldaten zum Schutz zusammengerufen. Und jeder Gauner in New York fürchtet den Carnage-Killer. Wenn ich herausfinde, wo sie sich verkriechen, kriege ich alle auf einmal. Du lernst, aber Tarnung ist entscheidend. Der Truck ist bei dir. Bereite das Paket vor. Ich brauche ein Foto von dieser Oskorp-Kiste, damit ich sie zurückverfolgen kann. Diese Kiste ist schwerer als deine Mutter. Wenn du das fallen lässt, nehme ich die Schuld nicht auf mich. Schnell, lade die Kiste ein, bevor uns jemand sieht. Genau, was ich gebraucht habe. Diese Oskorp-Technologie geht an ihre Vorgesetzten. Verlier sie nicht aus den Augen. Ich klebe an ihn wie... Nun, wie ich. Lustig, wenn die Kriminalität steigt, ist es meine Schuld. Und wenn sie sinkt, ist jeder, dass ich existiere. Ich bin der größte Spidey-Fan der Welt. Cravens Tipps zahlen sich aus. Ich habe das Gefühl, hier sind eine Menge böser Jungs. Ich halte mich besser im Hintergrund.